Wir haben hier geplant, auf diesem Bitz da, gegen hingern, dass wir Gemüse anbauen, also saisonales Gemüse, das man kann als Gemüsekiste wöchentlich bekommen. Wir werden das Ganze eigentlich als Solavi, solidarische Landwirtschaft, organisieren, wo man dann Mitglied wird und dadurch kann so eine Gemüsekiste beziehen. Zugleich ist auch die Idee, dass man auf dem Bitz mitarbeiten kann. Also das heisst, dass man auch ein bisschen Einblick hat, was so läuft und dass man eben auch wirklich da kann machen, ein paar Rüebli ausstechen oder eine Tomate ablesen kann. Ich habe selber eine Weile auf einer Solavi gearbeitet, das ist Steffisburg. Dort habe ich einen guten Eindruck bekommen, was es alles braucht. Und ich habe dort unter anderem auch die Anzucht lernen können. Also es wäre auch die Idee, dass wir hier Gemüse selber anziehen, also die Setzlinge. Also da kann man ein Abo haben für eine Person oder für zwei Personen oder drei, vier Personen. Und dort in diesem Abo ist dann pro Woche eigentlich 6 bis 8 verschiedene Gemüse. Von Salat über Tomaten, über Rüebli, Pastinaken. Von der Abo-Planung her ist es wahrscheinlich etwa so 50 über das Jahr ausgesehen. Nachher. Ja, als wir hierher kamen und den Hang haben gesehen, hat sich halt recht schnell eigentlich gezeigt, dass das eine super Möglichkeit wäre, wenn man einen Rebberg herstellen könnte. Dem jetzt echt, dass das letzte Jahr viele Sachen habe organisiert und gekauft und überlegt, ist jetzt eigentlich grösstens parat, dass in diesem Jahr die ersten Kulturen gepflanzt werden können. Also es ist wie ein volles Gartenjahr. Und ab Mai, Juni, Ende Mai, Anfang Juni werden die ersten Gemüsekisten nachher. Und jetzt geht es echt darum, dass wir es noch bekannter machen. Es hat mehrere Leute, die interessiert sind, was ich könnte vorstellen, ein Gemüseabo zu beziehen. Und das ist schlussendlich jetzt, sobald der Schnee weg ist, denke ich mal, kann man sich das auch noch ein bisschen besser vorstellen. Aber das ist echt die Idee, dass wir jetzt in diesem Jahr 10-20 Abos haben. Und die Fläche ist eigentlich wahrscheinlich so ausgelegt für etwa so 30-35 Abos. Also von der Grösse her einfach.